weiß ja nicht mal, wie man ein Schwert hält. Am Spitzenende. Immer am Spitzenende. Ah ja. Vor den Viechern habe ich immer noch Angst. Denn ich glaube, die rasieren mich einfach vom Planeten. Komm her. Wie kann ich eigentlich brennen, wenn ich im Wasser stehe? Kann man das dann erklären? Ich habe offensichtlich im Wasser gestanden. Stand aber in Flammen. Goldene Schale. Da liegt auch noch was. Nab. Die heißen aber Feuerwaran, nicht Napalmaran oder sowas. Da hängt eine Leiche am Baum. Ach, wer seid ihr? Ach, habt ihr auch alles schon von der PR-Aktion von Stefan Raab gehört? Wer hat da nicht von gehört? Eine Hacke? Stop that. Schnell buddeln, bevor es wiederkommt. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ja, ja. Woo! Hier, take this. So, am Rande mitbekommen, dass er eventuell ein Comeback macht. Ja, eventuell, man weiß es halt nicht, ne? Es gab halt die Instagram-Story, wo auch Elton auftritt. Was machst du da? Die Instagram-Story, wo auch Elton auftritt, wo das angeteasert wird. Jetzt kam am 1. April, kam dann ein bisschen mehr dazu.
Ja, er kämpft nochmal gegen Regina Heimich, was total keinen Sinn ergeben würde. Der ist richtig am Ausrasten hier. Okay, wir machen mal Folgendes. Ja. Das hat nicht gut geklappt. Das war nicht das, was ich machen wollte. So gar nicht. Auf jeden Fall kam ein Instagram-Clip, also ein Instagram-Beitrag, Kurzvideo, wo Elton auftaucht mit dem, ne, du musst mal wieder was machen. Dann kam am 1. April das Video, wo dann Regina Heimich-Kampf geteasert wird für den 16.09. oder so. Krass wäre, wenn er mit der Zeit geht und irgendwie auf Twitch oder ähnlichem ein Format startet. Ja, was jetzt witzig ist zum Beispiel in dem Clip, der jetzt heute rauskam, hat der eine Cappy auf, hat so einen Fettsuit an, ganz offensichtlich. Und dann ist irgendeine Buchstabenfolge auf der Cappy. Und diese Buchstabenfolge hat sich die Firma von ihm schützen lassen. Also, mal gucken. Er hat ja offensichtlich wohl auch einen Vertrag mit RTL gemacht für irgendwas. Also was auch immer er geplant hat oder vorhat, man wusste ja schon länger, dass irgendwas passiert. So, wir haben den Kompass, wir haben den Lederbeutel. Sind das Banditen? Sind das Skelette? Was ist das? Das sind Zombies. Welcome! Besser? Ah ja. Käsenachos mit Käsedip. Ach, Zombies. Was? Besser. Da ist nichts zu hören. Die sind immer so lautstark am Sterben. Da ist nichts zu plündern. Der kann nicht sterben, der hängt an der Mauer fest. Das dauert ein paar Sekunden. Ist ein Taylor Swift-Konzert hier. Ist ein Taylor Swift-Konzert. Da ist nichts zu holen. Ist das der letzte Ring von den Brüdern oder ist das was anderes? Ring der Heiler, Ring der Priester, Überseehändler, Ring der Geschicklichkeit,
immer nur Srott. Rostiger Zweihänder. Amulett. Okay. Was passiert? Krieg ich da? Also das ist jetzt... Wir sind drei Brüder aus einer Kaste. Zusammen sind wir stärker. Amulette Krieger. Ring der Heiler, Ring der Priester. Mana-Bonus 5 ist aber auch genau das, was der hier machen soll. Schade. Ich kann den Hype ja nicht verstehen. Ne? Also, ne, unabhängig davon, Taylor Swift-Fans, jedem seinen eigenen Musikgeschmack. Aber ich habe ja aktuell könnte man das Gefühl haben, Taylor Swift ist der Messias. Also ist die neue Geburt von Jesus Christus. Die wird auf eine Sphäre gehoben. Ich verstehe es nicht. Also, keine Ahnung, ich bin vielleicht einfach nicht empfänglich für sowas. Aber versteht du es gar nicht. Wer von denen wollte eigentlich nochmal den... Wenn er das nicht sieht, kann Kompass. Ich ihm nicht mehr helfen. Stellt sich das immer so einfach. Warst du das? Hey, du. Nein. Garrett. Hier ist dein Kompass. Ja, das ist er. Hätte nicht gedacht, dass ich ihn noch mal wiedersehe. Danke, Mann. Dieses Mal wird ihn Greg nicht wieder in die Finger kriegen. Hier, nimm diesen Gürtel dafür. Er ist mein wertvollstes Stück. Du hast keine Zeit. Danke. Der weiß ja nicht mal, wie man ein Schwert hält. Was kann der denn? Ich werde mich da nicht einmischen. Meinst du, mir geht es besser? Ja gut, das ist nicht besser als den ich habe, ne? Wie brauchst du das nicht zu sagen? Stärke plus 10 ist halt echt ein geiler Gürtel. Er hat auf die falschen Leute gehört. Der muss einfach mehr trainieren. Ja, der Vorhut, das sind die Wasserreliquien. Okay. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Damit können wir zu den Wassermagiern. Und eigentlich nicht nur zu den Wassermagiern, ja, sondern zu den Banditen. Ich hätte heute voll die Hotstepper-Vibes. Musste einfach mal dreimal hintereinander. Hier kommt the Hotstepper. Ich kann nicht mehr lesen, ne? Mein Kopf ist komplett Matsche irgendwie. Hier kam The Hotstepper hören, weil ich den Wäschetrockner wieder gefixt habe, was meine Frau nach drei Versuchen nicht geschafft hat. Ich habe jetzt gerade kein Lied im Kopf dafür, was du damit meinst. Deswegen habe ich leider keinen Bezug, was genau, wie genau. Lass uns. What the fuck?
Also die verkaufen schon echt geile Sachen. Es ist, wer von euch kann mir nochmal das Lesen beibringen? Nee, Satoras auf jeden Fall nicht, aber vielleicht hat er was Neues zu sagen. Hey, du. Wegen der Reliquien. Ich werde sehen, ob ich was finde. Gut. Wegen Ray. Hast du etwas Neues zu berichten? Bisher noch nicht. Ich rate dir nur... Adanos möge... Adanos möge mich schützen. Ich weiß, wo ein Geist ist. Wenn ich einen Geist sehe, dann sag ich dir Bescheid. Ja, ich bestehe darauf. Ich bin weggelaufen, der hat mich getötet. Lehre mich die hohe Sprache in der Sprache jeder dieser... Das kennen wir schon. 15, noch machen wir. Geh hin und erprobe dein neues Wissen. Du wirst sehen, dass die... Lehre mich die fremde Sprache. Es gibt nichts mehr, was ich dir noch zeigen könnte. Okay. Du beherrschst jetzt die Sprache der Erbauer. Das heißt, ich kann das Alpha-Telefon Münster aus meinem Kontakten schreiben. Okay, Moment. Ja. Gut. Kannst du dich mal schnell im Kreis drehen? Nein, kann ich nicht. Da ist die Wand. Ich kann mich nicht drehen. Tut mir leid. Der Stuhl erlaubt das nicht. Ja. Und jetzt? Nice. Dreißig Leben mehr und 14 Mana. Irgendwie verschwimmt dein Stream sehr stark bei mir, bei schnellen Bewegungen. Das, bei einer Bitrate von 6000 wundert mich das nicht. Je nachdem, wie ich mich bewege, kann das Spiel und die Bitrate das gar nicht halten. Rechnung bezahlt. Gut. Speichern. Auf zu Raven. Davor sollte ich wahrscheinlich mal meine Rüstung wechseln. Wow. Seht mich an, ich bin ein kleiner, schwächlicher Pandit. Ich glaube, ich warte damit aber wirklich noch, bis wir bei den Banditen sind, sonst ist das zu gefährlich. So. Ist hier was? Ist auf jeden Fall eine alte Ruine. Ganz viele Beeren. Hier war ich aber schon. Weil ich in die falsche Richtung gehe. Ich habe seit Samstag einen Gigabit-Switch. Das heißt nicht, dass eine Leitung gut ist. Bei wem bist denn du jetzt? Bei den roten Teufeln oder bei den purpurnen Engel wäre das falsche Wort. Nee, ich gehe nicht so durch zum Sumpf, ich gehe wirklich den Weg hier. Magenta? Okay. Ja, Magenta. Nee, ich bin da, wo ich immer bin, aber am Schreibtisch ist halt ein Switch. So, dass aus einem Kabel mehrere werden. Aber das war vorher halt so ein 100er Switch. Okay. Dann keine Ahnung, woran es liegt.
Schlechtes Kabel. Einfach gerade Schluck auf der Leitung. Ist ja auch etwas, was passieren kann. William. Der Fischer William bei sich. Aber William ist ein Fischer? William, wenn der Mond im vollen Licht steht, wird die Wache abgelenkt sein. Schleich dich raus, aber sei vorsichtig. Wenn du dem Knüppeldamm folgst, kannst du den Sumpf verlassen. Das Piratenlager liegt auf der anderen Seite des Tales, weit im Westen. Von dort sollte es dir ein leichtes sein, mit dem Boot zu entkommen. Jemand, der es gut mit dir meint. Das war ein Fluchtplan aus dem Lager von Raven. Hm. Arbeitskollege ist fast ins Koma gefallen, als du das erzählt hast, dass du ein 100er Switch hast. Naja, gut, aber es funktioniert ja. Und für viele, also für die meisten Anwendungen reicht auch eine 100er Leitung. Brauchst du keinen Gigabit? Es ist nicht so, dass mehr immer besser ist. Eine breite Autobahn, auf der nur drei Autos fahren, macht keinen Mehrwert. Wie lange darf nochmal das erste Chatlied sein vom User? 5 Sekunden. Also nicht zu lange, dass hier, wenn einer reinchattet, nicht plötzlich erstmal so 3 Stunden Gedudel anfängt. Hä? Wie geht das denn? Oder ist die... Moment. Oder ist die Definition, du brauchst dreimal den gleichen Ring, weil ich habe den Ring jetzt zweimal. Hm. Das verstehe ich nicht. Bin jetzt halt von Capture Card auf NDI gewechselt und da hat OBS alleine für das NDI schon nur 98% des Netzwerks verbraucht. Jetzt nur noch 12%. NDI? Was ist jetzt NDI? Da wird das Bild des PCs übers Netzwerk an einen anderen PC geschickt. Ach so. Wofür steht NDI? Netzwerk Display Input? Also Network Display Input? Oder ist einfach eine Abkürzung, die... Nee. Network Device Interface. Ah ja. Wir müssen auch bald mal das Level abhaben hier. Ja gut, du hast ja ein Dual
Dual-Setup, ich ja nicht. Dementsprechend brauche ich das alles nicht. Das kostet hier schon so genug Strom. Da brauche ich nicht noch einen Rechner, der hier läuft. Meine Stromrechnung ist immer abenteuerlich. Rostiges Schwert, Tränke. Also das ist mehr Friedhof als alles andere hier. Gleich irgendwann müssen wir die Rüstung anziehen. Perfekt. Weißt du, was ihr im Monat zahlt? Für Strom? Ja, ich weiß, was ich im Monat zahle. Keine 100. Ja, Akutenshi, das hätte ich auch gern. Ich weiß nicht, wie du das hinbekommst. Hast du Solar auf dem Dach oder sowas? Wir zahlen aktuell 140. Strom ist teuer bei uns. Bin halt nie daheim wegen der Arbeit. Ja. Ich bin halt immer wieder zu Hause. Ich arbeite ja auch teilweise von zu Hause. Dementsprechend. Komm her. Ich habe einen 120-Euro Abschlag, aber bekomme halt immer auch gut was wieder. Ne, was wieder bekomme ich eigentlich selten. Normalerweise ist der Abschlag so, dass ich entweder kurz was nachzahle, dann wird der leicht hochgeschraubt, der Abschlag, und dann kriege ich beim nächsten Mal ein bisschen was wieder. Das pendelt sich meistens so ein. Ich wechsle aber auch regelmäßig den Anbieter durch so einen Dienstleister, weil ich dann immer wieder nie einfach Geld spare, tatsächlich. Banditenrüstung. Ich glaube, letztes Jahr habe ich Strom und Nebenkosten zusammen fast 1000 Euro wiederbekommen. Ich nicht. Ich nicht. Zwei Menschen verbrauchen Wasserstrom. Dadurch, dass wir sehr sportlich sind, verbrauchen wir auch mehr Wasser, weil wir mehr waschen, mehr duschen als andere Menschen. Zwei Personen Haushalt. Das Ganze, was hier steht, verbraucht relativ viel Strom. Das Rendern der Videos, wenn ich das mache, das verbraucht halt Strom. Ich habe ja schon durch mein kleines NAS, was da vorne steht, das Hochladen auf YouTube, da läuft dieser Rechner hier zum Glück nicht mehr. Scheiße, noch ein neuer. Auch wegen des Goldes hier, was? Gold? Jetzt hör auf. Jetzt hör auf, mich zu verarschen. Alle Neuen, die hierher kommen, wollen in die Mine. Aber stell dir das bloß nicht so einfach vor. Ja, erzähl mir die Mine. Erzähl mir mehr über die Mine. Ich gebe dir einen guten Rat. Wenn du rein bist, stell dich gut mit Franco. Er ist hier draußen der Boss. Er entscheidet, wer als nächster rein darf. Aber er wird dich nur reinlassen, wenn du hier draußen nicht die Eier schaukelst. Also geh zu ihm und lass dir eine Aufgabe geben. Hey. Wie komme ich zum Lager? Folge einfach dem Steg. Aber wenn du in die Mine willst, musst du an Franco vorbei. Er das hab ich erwartet von allen Neuen, dass sie sich erstmal eine Weile hier draußen abrackern. Wo finde ich diesen Franco? Er hängt meistens auf dem Vorplatz zum Lager rum. Stell dich bloß gut mit ihm, sonst bekommst du am Ende noch so einen Scheißjob wie ich. Und was machst du? Musst du hier die ganze Zeit rumhängen? Ich soll alle Neuen untersuchen, damit sich bei uns kein Spitzel einschleicht. Aber das kannst du vergessen. Ich meine, wir sind hier am Ende der Welt, mitten im Sumpf. Niemand kann uns finden, niemand wird uns finden. Und warum sollte sich jemand die Mühe machen, einen Spitzel zu uns zu schicken? Ich weiß nicht.
Ich bin auf jeden Fall kein Spitzel. Ich frage mich halt auch, wieso muss ich so viele Nebenkosten überhaupt zahlen, wenn ich dann eh so viel wiederbekomme? Wird sowas nicht eigentlich immer etwas angepasst vom Vermieter? Ja, wenn er es macht, aber wenn er es nicht macht, dann nein. Denn dein Vermieter muss das nicht anpassen, dein Vermieter will das aber anpassen, weil dein Vermieter ja auch nicht will, dass du immer Nachzahlungen bekommst. Dementsprechend ist das eigentlich eine Sache, die der Vermieter von sich aus machen sollte. Genau, einfach anfragen. Ich würde auch immer einfach sagen, hier, ich habe jetzt die letzten 2-3 Jahre immer so und so viel wiederbekommen, können wir meine Nebenkosten, meinen Abschlag nicht verringern? Das kannst du ja machen. Wenn er da nicht von sich selbst drauf kommt. Oh, Miguel. Miguel. Was machst du hier? Suchst du irgendwas? Pflanzen. Ich suche Pflanzen. Das meiste Zeug, was hier wächst, lässt sich für irgendwas gebrauchen. Viele Pflanzen haben Heilwirkungen und Sumpfkrautstängel kannst du rauchen. Vor meiner Zeit in der Barriere habe ich bei einem Alchemisten gearbeitet. Aha. Warum haben sie dich in die Barriere gebracht? Ich habe viel mit Tränken gearbeitet, die den Verstand beeinflussen. Mein Lehrmeister Ignaz hat eines Abends anstatt seinem Wein mein Experiment getrunken. Ignaz. Das hat ihn zeitweise unberechenbar gemacht. Und seitdem ist er etwas verwirrt. Die Magier haben mich daraufhin in die Barriere werfen lassen. Forschung an verbotenem Wissen haben sie es genannt. Okay. Was kannst du mir über das Lager erzählen? Nicht viel. Ich war selber noch nicht drin. Nur Ravens Leute waren von Anfang an dabei. Alle anderen, die später kamen, so wie ich, müssen warten, bis neue Leute angefordert werden. Mhm. Ein Outcast heute so einer? Ich habe mein Haus aus Versehen in einen Bonk verwandelt? Was? Woher bist du gekommen? Na, denselben Weg wie du, nehme ich an. Mit den Piraten, übers Meer. Das Tal hier ist komplett abgeschieden. Über Land gibt es keine Verbindung. Genau. Wann werden neue Leute angefordert? Na, wenn drin welche fehlen. Wenn sich ein Butler von einem Minecrawler fressen lässt, wird einer von uns reingelassen. Okay. Manchmal bringen sie sich auch gegenseitig um. Aber das ist in letzter Zeit besser geworden. Raven hat den Zugang zur Mine irgendwie geregelt, sodass nicht alle gleichzeitig reinkommen. Ein Drehkreuz. Aber wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. War ja noch nie drin. Ein Drehkreuz. Kannst du mir... Na, keine Zeit. Ich bin hier, um an Gold zu kommen. Und solange ich nicht ins Lager komme, verdiene ich mir eben was mit meinen Kräutern. Aber wenn du ein paar Tränke brauchst... Lass uns handeln. Nagelknüppel? Ja. Nö. Nö, nö, nö. Gold habe ich auch genug, das heißt, ich musste nichts verkaufen. Da geht's weiter. Glaube ich. Da geht's nicht weiter. Also erstmal gibt es hier unten irgendwas, wo ich nicht weiß, was es ist. Hier geht es noch weiter, aber das könnte der Weg zur Höhle sein, wo ich... Da war ich ja schon. Das heißt, wir können in die andere Richtung gehen. Ignaz der Genatzte. Mhm. Entweder ist Ignaz der Genatzte oder Ignaz ist der, der natzt. Das kann man sich jetzt selber überlegen. Vorher sagen können. Möglich ist alles. Okay, die haben keinen besonderen Namen, dann sind die für mich uninteressant. Wichtiger Hinweis. Hey Leute, das Zeug in der Truhe, in den Truhen ist für Notfälle gedacht und es ist für alle da. Also nehmt euch nur was ihr, falls ihr was davon braucht. Und nehmt nur so viel ihr braucht. Fletcher. Das war keine große Sache. Okay. Brauche ich nicht. Er soll mir nichts von Pflicht erzählen. Als ob ich nicht schon bin. Brauche ich nicht.
Edgar. Hey, du. Du schon wieder. Willst du dich nochmal mit mir anlegen, oder was? Hä? Wie läuft's? Du willst wissen, wie es läuft? Zuerst haben mich irgendwelche Piraten in stürmischer Nacht hergebracht. Mann, ich hab die ganze Nussschale vollgekotzt. Dann lässt Raven die Mine absperren, weil irgendwelche Idioten zu gierig auf das Gold sind. Und dann wird Franco Anführer der Jäger und bringt jeden um, der dagegen ist. Ich würde sagen, es läuft ziemlich mies. Ich erinnere mich gar nicht, dass ich mit Edgar gekämpft habe. Wie ist Franco zum Anführer geworden? Ganz einfach. Er hat Fletcher umgelegt. Der war vorher Anführer der Jäger. Fletcher war okay. Franco verarscht uns doch alle nur. Okay. Kannst du mir was beibringen? Ich kenne mich mit Blutfliegen aus. Aber ich weiß, wie ich ihren Tod... Außerdem weiß ich, wie man... Wenn du willst, umsonst... Nö. Danke, aber nein, danke. Bandit. Ist nichts Spannendes. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Dadurch, dass ich diese scheiß Rüstung tragen muss, machen die mir auch noch Schaden. Unverschämtheit.